Du hast ganz, ganz viele gute Gespräche, ja, ganz, ganz tolle Netzwerke aufgebaut irgendwann mal, aber zu wenig Umsatz. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Umsatzsteigerung und Neukundengewinnung in der IT-Branche. Und heute schauen wir uns mal an 5 Erfolgstipps, wie auch du mit deinem Unternehmen, egal wie groß, egal wo du gerade stehst, mehr Umsatz machen kannst. Und ich spreche ja wirklich aus langjähriger Erfahrung und gib dem Video schon mal einen Daumen hoch, um einfach meinen Kanal ein bisschen zu pushen, um halt letztendlich auch andere Leute davon profitieren zu lassen, was ich hier zu meinem Besten gebe. Dann legen wir doch gleich mal los. 5 Erfolgstipps. Ah, hier fehlt die Nummer 5. So, jetzt ist es perfekt. Als erster Tipp, Berater und Verkäufer. Ich will mal sagen, das ist nicht nur ein Tipp, das ist letztendlich ein Grundgesetz. Ja, ein Grundgesetz im B2B-Verkauf, wo du diese beiden Skills unbedingt miteinander verknüpfen musst, um überdurchschnittlichen Erfolg langfristig zu generieren. Ich weiß, es gibt auch Videos, wie zum Beispiel von sehr berühmten Verkaufstrainern, wie zum Beispiel Dirk Kräuter, der sagt, ich habe mehrere Millionen Euro in meinem Berufsleben als Verkäufer liegen lassen, weil ich nur Berater war und eben nicht Verkäufer. Ja? Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn man eben nur das eine oder das andere kann, eventuell Probleme bekommen könnte mit seiner Performance. Natürlich gibt es reine Verkäufer, die auch sehr, 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 sehr erfolgreich sind. Aber wir sprechen hier primär aus meiner Erfahrung und meiner Expertise im B2B-Geschäft und da auch explizit primär in der IT-Branche, also in der IT-Welt, die zwar sehr groß ist, aber doch auch sehr häufig, sehr komplex. Also diese Kombination IT und B2B-Geschäft ist in der Regel immer mit Komplexität verbunden und deswegen geht es nicht ohne die Verknüpfung dieser beiden Skills des Beraters und des Verkäufers. Ein bisschen weiter ins Detail gehe ich in meiner Akademie ganz ausführlich natürlich darauf ein. Du findest den Link für meine Akademie hier unten, falls es dich interessiert. Berater ist der Punkt, die Phase, wo du beratend ins Gespräch gehst, der natürlich Vertrauen bildet mit deinem potenziellen Neukunden. Und ohne dem geht es einfach nicht. Ohne dem würdest du niemals in die Position überhaupt kommen, deinen potenziellen Neukunden zum Kunden zu konvertieren. Denn ohne Vertrauen wirst du ihn nicht als Kunden gewinnen können. Und Vertrauen generierst du nur, wenn du dich als Experte positionierst. Und das kannst du nur, indem du ihn beratend tätig bist. Das heißt, er hat bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Probleme, bestimmte Schmerzpunkte oder auch bestimmte Ziele, wo er hin will mit seinem Unternehmen. Und in der IT-Branche ist es in der Regel so, dass er entweder veraltete Systeme hat oder noch gar keine Systeme. In dem Bereich, in dem du eben gerade tätig bist, zum Beispiel CRM, ERP, you name it. Und da ist es eben so, dass du erstmal beweisen musst, dass du Kompetenz hast in dem Bereich, in dem du eine Lösung anbieten möchtest. Und das kannst du nur, indem du beratend tätig bist. Das heißt, du sprichst schon im Erstgespräch über die Probleme oder sozusagen eruierst die Probleme des potenziellen Neukunden, die aktuellen Schmerzpunkte und gibst ihm da schon den einen oder anderen Tipps. So wie ich jetzt auch hier Tipps gebe in diesem Video,
zum Thema B2B-Geschäft, Neukundengewinnung, und mich eben auch mit diesem Video sozusagen als Experte bei dir jetzt beim Zuschauer positioniere. Genau das musst auch du machen, wenn du erfolgreich sein willst, überdurchschnittlich erfolgreich. Auf der anderen Seite, wenn du nur beratend tätig bist und hast absolut keine Ahnung, wie du einen Kunden abschließt oder wie du die Kaufsignale eines Kunden liest, speziell in der IT-Branche, das ist häufig nochmal ein bisschen anders, wie wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Versicherungen verkaufst zum Beispiel an eine Endkundenperson. In der IT-Branche ist es nochmal ein bisschen anders. Aber auch dazu mehr in meiner Akademie. Den Link findest du, wie gesagt, hier unten. Kannst du dich gerne registrieren. Ich habe auch einen kleinen kostenlosen Kurs, wo du dich registrieren kannst. Oder eben die Akademie. Das ist schon mal der erste Punkt. Ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass du beides benötigst. Wirklich beides. Nur eins oder nur ganz wenig von einem wirst nicht überdurchschnittlich Erfolge generieren. Ja? Dann wirst du immer schauen, okay, du hast ganz, ganz viele gute Gespräche, ja? Ganz, ganz tolle Netzwerke aufgebaut irgendwann mal, aber zu wenig Umsatz. Und andersrum, wenn du reiner Verkäufer bist, wirst du nicht wirklich ein Netzwerk aufbauen können, wirst du nicht wirklich, sagen wir mal, viele gute Gespräche führen können und nicht wirklich auch den Schmerz und die aktuellen Probleme, für die du dann die Lösungen erstmal anbieten möchtest, eruieren können, weil die Leute dir einfach sehr schnell davonlaufen. Im B2B-Geschäft hast du teilweise mit sehr, sagen wir mal, sehr sensiblen Leuten zu tun, die sofort merken, wenn du ihnen einfach schnell was verkaufen möchtest. Und dann bist du relativ schnell wieder aus dem Gespräch heraus, ohne dass du jemals dich wirklich die Gelegenheit bekommen hast, dich mit dem, mit deinem potenziellen Neukunden anzufreunden, ja, warm zu werden, ja, aus der Kaltakquise, aus dem kalten Lied ein etwas wärmeres Lied zu machen. Dann der zweite Erfolgstipp: Sei du selbst dein bester Kunde. Was meine ich damit? Ganz, 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 ganz wichtig. Dein Energielevel, wenn du ins Gespräch gehst, wenn du in die Präsentation gehst, sei es am Telefon oder in letzter Zeit sehr, sehr häufig in Teams oder Zoom, wo man dich auch noch sehen kann. Wenn du selbst nicht von dem überzeugt bist, nicht Feuer und Flamme bist, ja, ich wiederhole nochmal, wenn du selbst nicht Feuer und Flamme bist von dem, was du verkaufen möchtest, die Lösung, die du hier verkaufen möchtest, dann wird das dein Kunde sehr, sehr selten nur kaufen, denn er spürt sofort, wenn du nicht zu 100% von der Lösung überzeugt bist, die du versuchst, ihm zu verkaufen. Die Leute sind, wie ich schon gerade eben eingangs auch sagte, sehr, sehr sensible Leute. Ja, das sind teilweise CFOs, CEOs, also die Leute, die den ganzen Tag mit sehr viel Budget vielleicht jonglieren oder mit sehr viel technischen Problemen zu tun haben und so weiter. Und wenn du da kommst mit einer Lösung, von der du selber nicht genug Ahnung hast und von der du selber vielleicht auch noch nicht mal richtig überzeugt bist, dann wirst du es sehr, sehr schwer haben. Ja, wirklich sehr, sehr schwer. Egal, ob du jetzt mit einem technisch affinen Gesprächspartner unterwegs bist, am Telefon oder auf Teams oder auch vor Ort, oder mit einem eher businessseitigen, der von Technik weniger Ahnung hat, das sofort spüren, ja, weil du einfach die Ausstrahlung nicht hast. Ja, Menschen merken das, ganz easy. Dann der dritte Erfolgstipp, ja, ist Kundenempfehlungen. Und hier am allerbesten, ich weiß, es ist manchmal wenn du zum Beispiel IT-Leute hast als Kunden, so wie ich sehr häufig, dann hast du da teilweise sehr, sehr scheue Leute. Das sind halt meistens sehr introvertierte Leute und es ist echt nicht einfach, Kundenempfehlungen zu generieren.
Aber versuche trotzdem Kundenempfehlungen zu generieren. Es gibt nichts, wirklich, es gibt kein stärkeres Marketinginstrument, als wenn sich ein Kunde, ein ehemaliger Kunde von dir oder ein aktueller Bestandskunde von dir vor die Kamera stellt und sagt, ich finde es cool, mit denen zusammengearbeitet zu haben, oder ich finde es cool, mit dir aktuell zusammenzuarbeiten, aus den und den Gründen, das hat mir das und das und das gebracht. Ja, ich mache jetzt hier mehr Umsatz, ich habe jetzt hier eine bessere Kundenbindung, ja, ich hatte hier ein wahnsinniges Wachstum, ich habe hier so und so viele Standorte aufgebaut im Ausland, egal was auch immer du machst. Ja. Es gibt kein stärkeres Marketinginstrument als wie die Kundenempfehlung. Ja. Jemand anderes, eine fremde Person, die dir auch noch Geld gegeben hat, dass du für sie arbeitest sozusagen, empfiehlt dich weiter, ist hochzufrieden und gibt es in einer Kundenempfehlung wieder. Ja. Also bei allen hochpreisigen Produkten oder Coaches oder Coachings oder Trainings, die ich persönlich ja, in meinem Leben bezahlt habe, bis facto heute, und ich rückblickend ganz genau hinschaue, warum habe ich diese oder jene Dienstleistung oder dieses Training oder diesen Coach bezahlt, um mich selber weiterzubilden zum Beispiel, waren es immer rückblickend die Kundenempfehlungen, ja, meistens in Videoform in letzter Zeit, die mich da überzeugt haben. Ja, es war natürlich eine Kombination aus verschiedenen Dingen, aber der ausschlaggebende Faktor, warum ich sozusagen in die Kreditkarte, ins Portemonnaie gelangt habe, ja, angerufen habe oder e-mailt habe oder auf den Kaufknopf geklickt mit der Maus und habe mich für ein 2.000-Euro-Coaching angemeldet oder für ein 500-Euro-Seminar oder für ein 3.000-Euro-Training, waren immer die Kundenempfehlungen. Ja, immer. Ja, und ich höre das auch von ganz, ganz vielen anderen. Dann, vierte Erfolgstipp, ganz, ganz wichtig, ist Hartnäckigkeit. Ja, Hartnäckigkeit ist einer der drei wichtigsten Bestandteile meiner kompletten Methode, so wie ich sie lehre, aber auch so wie ich sie operativ für meine Kunden anwende. Das ist, das ist letztendlich die FVH-Methode. Ja, es ist Fokus, ja, Vollgas und Hartnäckigkeit. Ja, diese drei Eigenschaften letztendlich sind übergeordnet auf einer Metaebene die drei wichtigsten Eigenschaften, die du benötigst, um Marketing, Vertrieb, Business Development erfolgreich zu sein, im B2B-Geschäft ganz besonders. Und es gibt ja auch zum Beispiel eine US-Studie, also eine Studie aus der USA, die besagt, dass man im Durchschnitt viermal, ja, deswegen auch vierter Punkt, viermal nachfassen muss bei einem Kunden, nachdem man bereits ein Angebot versendet hat. Ich würde mal sagen, das Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch, einen Kunden nachzufassen, bevor man ein Angebot versendet hat schon. Im Durchschnitt, bevor man ihn dann auch abschließt. Ja, und ich würde ganz ehrlich mal sagen, okay, das ist jetzt eine US-Studie mit viermal. In Deutschland sind die Leute noch etwas, sagen wir mal, nicht so kauffreudig, rein kulturell bedingt. Ja, in Deutschland sind die Menschen einfach grundsätzlich in Mitteleuropa oder im Dachgebiet, denken sehr, sehr viel mehr nach, bevor sie irgendwas kaufen. Und da würde ich das sozusagen 4 bis 27 Mal ausweiten. Ja, also ich hatte schon Fälle, nicht gerade selten, wo ich auch Kunden für mich selber zum Beispiel 27 Mal nachgefasst habe, ja, bevor sie dann letztendlich meine Kunden wurden. Das können verschiedenste Gründe sein. Ja. Und also das kann man sehr, man kann auch 40 Mal nachfassen, bis man das endgültige Nein hat oder eben
dann in Kauf. Ja? Also Hartnäckigkeit ist das Allerwichtigste. Und es gibt auch in Deutschland oder auch in unserem Kulturkreis Personen, die das extremst zu schätzen wissen. Ja? Das ist so ein bisschen auch vielleicht vergleichbar mit der Sozialakquise. Ne? Also wenn du halt sehr, sehr hartnäckig bist bei einer Frau, die du mal zum Kaffee einladen möchtest, ja? Und das ist ja sozusagen ein Kompliment für sie auch. Ja? Und manche verstehen das auch als Kompliment, manche sind dann eher genervt. Also wirklich, Menschen sind Menschen, ob jetzt im Business oder im Privatleben, ja, und es ist eigentlich immer das Gleiche, aber das macht ja nichts. Ja? Denn durch diese Hartnäckigkeit filterst du ja genau die Kunden, ja, die potenziellen Kunden, die tatsächlich potenzielle Kunden für dich sind, eben von die das eben zu schätzen wissen, weg, aus, filterst ja das raus. Ja, und von denen, die es eben genervt sind, das sind halt nicht deine Kunden oder auch nicht deine Dates. Ja? Und wenn du aber diese Hartnäckigkeit nicht hast, dann wirst du nie erfahren, ja, wer jetzt von diesem Balk, von diesem Pool an potenziellen Interessenten oder Neukunden dann letztendlich die sind, die genervt sind oder die dich zu schätzen wissen. Ja? Und das heißt, um überhaupt hinzugelangen, ja, das rausfiltern zu können, ja, wenn du jetzt mal einen Interessentenpool dir irgendwo geholt hast, aus irgendeiner Aktion oder Kampagne oder irgendwas, musst du eben diese Hartnäckigkeit, diesen steinigen Weg gehen. Ohne den geht es nicht. Ja? Egal, was du machst, egal, was du verkaufst, egal, wie gut du bist, egal was. Ja? Hartnäckigkeit ist das A und O. Dann zu guter fünfter und der letzte Punkt als Erfolgstipp, ja, im B2B-Geschäft Neukundengewinnung ist der Punkt soziale Medien. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, soziale Medien können in verschiedensten Art und Weisen funktionieren. Im B2B-Geschäft funktionieren sie in der Regel ein bisschen anders häufig als wie im B2C-Geschäft. Ja. Ein bestes Beispiel ist dieser YouTube-Kanal. Du siehst jetzt hier dieses Video aktuell auf meinem YouTube-Kanal, wo es darum geht, mich unter anderem auch ein paar Tipps rauszugeben, Leuten weiterzuhelfen, aber mich auch unter anderem als Experte zu positionieren. Ja? Ich festige durch die Videos, die ich hier mache, durch die sehr, sehr wertvollen Tipps, die ich hier gebe auf meinem YouTube-Kanal, festige ich meinen Expertenstatus. Und wie das zum Beispiel funktioniert im B2B, auch wie es bei mir funktioniert, ist häufig so. In der Regel ist es gar nicht so, dass ich Kunden gewinne, die aufgrund einer Google-Suche zum Beispiel irgendwie auf meinen YouTube-Kanal treffen, dann ein Video wie dieses Video hier von mir sehen und mich dann anrufen und dann mein Kunde werden. Das ist eher selten der Fall. Aber wie es zum Beispiel für mich funktioniert und typisch fürs B2B-Geschäft, ich akquiriere Neukunden zum Beispiel per Telefon, ja, und während ich mit ihm im Vertriebsprozess bin, ja, im Kundengewinnungsprozess oder vielleicht auch schon während er mein Kunde geworden ist, hatte ich schon häufiger in der Vergangenheit, trifft er dann auf, macht er ein bisschen Recherche über mich oder trifft einfach über meine Homepage, ja, auf meinen YouTube-Kanal und schaut sich dort einige Videos an, um sich selber seiner Kaufentscheidung, die vielleicht bereits schon gefallen wurde, sagen wir für ein erstes Pilotprojekt mit mir, ja, so erstmal 6 Monate oder 3 Monate ist das allerkürzeste in der Regel, was ich anbiete als Pilotprojekt, wenn du mit mir operativ arbeiten willst, Neukundengewinnung in der B2B, im B2B-Geschäft. Um seine Kaufentscheidung nochmal selbst zu bestätigen und zu festigen. Schaut sich ein bisschen zum Beispiel auf meinen YouTube-Kanal um. Schaut sich das ein oder andere Video an. Findet es in der Regel sehr gut. Ja, kriege ich in der Regel immer sehr, sehr gutes Feedback. Ja, und festigt sozusagen nochmal seine Kaufentscheidung, die er eventuell bereits getroffen hat, weil ich ihn sozusagen schon akquiriert habe übers Telefon im Vorfeld. Das trägt also dazu bei, dass wir eben eine langfristige Kundenbeziehung dann aufbauen. Ich mit meinem Kunden. Und genauso ist es auch kann es auch für dich funktionieren. Mit ziemlicher Sicherheit im B2B-Geschäft, in der IT-Branche ist es eben so, dass man häufig, also selten, ja, einen Kunde für komplexe IT-Produkte, ja, auf Google sucht und dann auf YouTube trifft.
ja, und dann zum Kunden wird, sondern man macht eben Telefonakquise, ja, zum Beispiel, oder Aktionsmarketing oder andere Dinge. Und dann beiläufig, ja, trifft der potenzielle Neukunde auch auf dem YouTube-Kanal und festigt so nochmal sein Bild, welches er von dir gerade dabei ist, aufzubauen. Ja? Und deswegen funktioniert das sehr, sehr gut. Soziale Medien vielleicht ein bisschen anders wie im B2C, aber funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, das soll es gewesen sein. Das sind die 5 Tipps. Die 5 Erfolgstipps fürs B2B-Geschäft, wenn auch du mehr Umsatz möchtest, wenn du wachsen möchtest mit deinem Geschäft. Ja? Und wenn dich das jetzt irgendwie inspiriert hat, dir weitergeholfen hat, dann, ja, dann teil das Video oder gib ein Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal sehr gerne auch. Vor allem kontaktiere mich einfach. Wenn du, sag mal, jetzt sagst, okay, ich bräuchte jetzt ein bisschen Unterstützung, ich kann es nicht alles alleine machen, dann findest du auch hier unten einen Link. Und kontaktiere mich einfach. Ja, du musst jetzt hier nicht in die Kommentare irgendwas reinschreiben, sondern schick mir einfach eine E-Mail, ja, auf thomas@klein-marketing.com oder einfach über meine Homepage kontaktiere mich. Und dann können wir mal unverbindlich 30, 20, 14, 15 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, wie auch immer, und ja, wie lange auch immer, miteinander sprechen. Und ganz unverbindlich und kostenlos erstmal. Also ich gebe jedem potenziellen Neukunden, natürlich filter ich ein bisschen vor. Ja, also ich habe nicht die Zeit, mich mit wirklich jedem IT-Dienstleister oder Softwareentwickler da draußen zu unterhalten. Ja, dazu ist meine Firma aktuell noch zu klein. Ja, also da habe ich einfach zu wenig Kapazität. Aber wenn ich sozusagen das ein bisschen, wenn du mich anfragst und ich das Ganze erstmal ein bisschen vorrecherchiert habe und du fällst auch tatsächlich präzise in meine Zielgruppe, dann werde ich mich bei dir zurückmelden und dir auch die Möglichkeit geben, dich mit mir mit einem unverbindlichen Strategiegespräch mal 20, 30 Minuten zu unterhalten, ob wir dann vielleicht eventuell zusammenkommen. Sei es jetzt auf einer Coaching-Basis oder auch auf einer operativen Neukundengeschäftsgewinnungsbasis, ja, dass wir proaktiv für dich und dein Geschäft Neukunden entwickeln. Und ja, dann vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, dass du, wenn du bis jetzt mit dabei warst, dann habe ich alles richtig gemacht, ja, und dann Daumen hoch, wenn wir uns auch nicht wiedersehen sollten. Viel Erfolg weiterhin in deinem Geschäft. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nehme ich doch mal stark an, oder? Okay, alles klar, bis dann. Ciao.